Hallo und herzlich willkommen zu Teil 9 von Beyond Two Souls. Also, wir haben erfahren, dass sich ein Portal geöffnet hat und Existenzen, ja, sowas wie der Aiden, sind da wohl rausgekommen. Die sind nicht sehr freundlich, haben ein ziemliches Massaker angerichtet. Und die Jodie ist jetzt auf dem Weg dahin, um, wenn ich das richtig verstanden habe, mit denen zu kommunizieren. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Und stellen dabei noch die Uhr an. Ich weiß es. Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Okay. Ich muss weiterlaufen, ob ich will oder nicht. Ich muss. Okay, da kann ich was machen. Kann ich wieder eine Erinnerung mir angucken? Ja, das ist wieder dieser blaue. Irgendwie glaube ich, die Existenzen, na, die sind nicht nett. Nee, nee. We're in trouble. Da ist noch was. Komm mal her. Jodie. Jodie? Hallo? Okay, dann muss ich die vielleicht erst dahin bringen. Gut, kümmere ich mich gleich drum. Erstmal der hier. Look, look. Looky, look what I see. Alter, die Geräusche sind so eklig. So, dann gucke ich mal. Die Jodie hat irgendwas von der Decke gesagt. Da, schau her. Ouvre la porte. Gehen wir noch dahin. Beste, 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 beste. Arme, so ein Riesenschrank. Wie soll das denn gehen? Lass das mal den Aiden machen. Doch. Bitchen. Geht doch. Durch den Luftschacht nach unten. Wo sind wir jetzt? Ah, dieses Gequietsche ist so eklig. Da lebt aber noch jemand, oder? Hustet die Jodie gerade? Ja, man kann auf jeden Fall mit ihr jetzt hier nicht springen oder klettern, also nicht so viele Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Ach Gott sei Dank, ich dachte gerade, da hängen Arme. Ui. Ja, ich wollte mir den noch angucken. Hallo? Es vibriert, das heißt, es wirkt. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines temporären Rohrs. Dumme Idee, was ihr da gebaut habt, Leute. Ganz dumme Idee.
Aber nachher ist man immer schlauer. Was muss ich denn hin? Komme ich nicht von da? Ach, halten, okay. Hab ich doch. Wollte ich nur gucken? Vielleicht sollte mir das jetzt auch nur zeigen, wo ich mit dem... Hayden hin soll. Gehen wir da mal hin. Da liegt auch noch jemand, wo wir die Erinnerung sehen können. Ich bin ja auch gut erschrocken gerade. Mit dem kleinen Radio da. Ich habe die Sticks vertauscht. Okay, es funktioniert. Immer so Tentakel, ne? Fies. Der Aiden sowas auch hat? Okay. Hey, da wird doch keiner weitergehen, oder? Mal ehrlich. Bist du doch auch. Zieh mir jetzt eine Cola und geh nach Hause. Aber nicht die Jodie, die ist tapfer. Ja, und jetzt? Ist da durch oder was? Hallo? Ein Feuer. Haha. Heiß. Okay, L1. Achso, okay. Dann muss ich mit dem Stick hier zielen, was ich löschen will. Das hat auch schon mal geklappt. Und jetzt? Aber ich hätte mir noch ein bisschen verwahren sollen für hier. Hm. Ach du Scheiße. Hau ab! Hau ab! Was wir hier machen können, dass die Jodie da durch kann. Oder kann sie das vielleicht selbst? Ich guck noch mal eben. Hier ist noch was. Okay, hier ist ein Typ. Kann ich aber nichts machen. Dann fängt es an zu vibrieren. Das soll ich anscheinend nicht. Okay, die kann da alleine durch. Oh. Nein! Oh, jetzt tut die sich bestimmt weh. Ah, nochmal. Jetzt cool bleiben. L1. R1. Ist doch gar nicht so schwer. Oh, was hast du gemacht? Hab ich geschnitten? Ah, warum zeigen die das jetzt so? Stehen diese Existenzen auf Blut? Da hinten ist auf jeden Fall ein Typ. Da gehen wir jetzt mal hin. Hoffen, der ist nett. Und nicht ganz so besessen. Ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Existenzen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir treffen den Tod allein. Ja. Oh. Stirb, du Miststück! Stirb! Oh ja, ich muss auch was drücken, ne? Oh, fuck.
Hey, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ist wieder zu lange her. Ich warte mal drauf, dass mir angezeigt wird, was ich tun soll, aber das ist ja nicht unbedingt so. Oh Mann. Los, komm schon. Nice, nice, nice. Das hat immer noch nicht gereicht. Scheiße. Oh Gott. Wieso war es falsch? Scheiße. Oh. Weg, 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 weg. Los, komm schon, 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 komm schon. Oh. Hau doch ab, Jodie. Hau doch ab, hau doch ab, hau doch ab, hau doch ab. Los, 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 los. Ah, Kampf, 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 Kampf. Toll, Ich raff's nicht. Aha. Na gut. Machen wir mal weiter. Schön, wenn es das jetzt gewesen wäre. Es war ja schon so ein fettes Vieh in dem drin. So erledigt, platt. Weint die Jodie? Die weint, ne? Nein, nicht weinen. Ja, das kann der einen auch. Schön. Ja, was soll die Jodie denn hier? Jetzt mal ehrlich. Ich glaube nicht, dass sie sich mit der unterhalten wollen. Ich gerade zurück. Oh Mann, jetzt weiß ich es nicht. Mal gucken, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich lang muss. Sieht hier alles so gleich aus. Kaputt halt. Ja, ich werde zurückgegangen. Nee, das ist nicht cool. Zurück wollen wir nicht. Kann der eine hier noch irgendwas machen? Den Weg. Bleib bei mir, okay? Wo soll ich hingehen, Jodie? Ich kann heute sowas von nicht schlafen. Nein, 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 nein. Komm schon. So blöd, dass ich direkt eine Schublade über mir habe, quasi. Wenn ich jetzt so shaken will, dann haue ich mir die ganze Zeit die Hände vor die Schublade. Nicht gut. Aber mit diesen Quicktime-Events ohne Anzeige, ich muss da irgendwie echt... Ich muss besser werden. Ich brauche nochmal ein Trainingslager. Wie soll man da intuitiv das Richtige machen? So,
glaube ich, immer von der Seite, wo es angezeigt wird, aber irgendwie verstehe ich das immer falsch. Genau wie ich jetzt gerade nicht verstehe, was ich hier tun soll. Soll ich hier überhaupt in diese Ecke rein? Weil ich weiß, der Aiden ja Rat. Das war der coolere von uns beiden. Nee, der hat auch keine Ahnung. Guck mal, kannst du... Ah, ja. Bin einfach nicht weit genug nach vorne gegangen. Und noch eine super dicke Tür. Super duper dicke Tür. Gut, dass die so dünn ist. Oh. Pfui. Biohazard. Der Kondensator ist auch eine Band. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Und ob wir es schaffen werden, dort ungesehen durchzukommen oder nicht, das alles erfahrt ihr im nächsten Teil von Beyond Two Souls. Bis dahin, tschüss!